Open Educational Resources sind wichtig, weil sie vor allem erst einmal eine Demokratisierung von Bildung bedeuten. Jeder kann mitmachen, jeder hat Teilhabe an der Bildung. Offener Zugang, möglichst partizipative Herangehensweise, Zusammenarbeit von Lehrenden, Schülerinnen und Schülern. Frei, sie sind teilbar, sie sind weiter bearbeitbar. Mittlerweile ist das Thema wirklich in den politischen Institutionen angekommen. Wir sehen es jetzt an der Senatsverwaltung in Berlin. Wir sehen es auch in Brandenburg, die da viel machen. Wir sehen es an der KMK. Wir haben im Konferenzprogramm eigentlich vier verschiedene Teile. Wir haben einen gemeinsamen Anfang und ein gemeinsames Ende mit einer schönen großen Bühne. So ein bisschen wie ein Theaterraum sieht das aus. Wir haben zweitens einen kuratierten Teil. Das heißt, es gibt schon jetzt 30 Programmteile, Vorträge, Talks heißen die bei uns, die schon feststehen. Und in der Mitte, das Herzstück sozusagen, ist der Barcamp-Teil, wo jeder vor Ort auch noch Teile einbringen kann, wo es eher um Diskussionen, um Workshop, teilweise aber auch um Projektvorstellungen etc. geht. Der Prozess ist im vollen Gange hin zur Offenheit von Materialien. Bildung nicht irgendwem gehört, sondern dass es allen Menschen gehört, dass alle Menschen mitmachen können, dass alle Menschen sie nutzen können, wie sie wollen. Quasi das Wikipedia-Prinzip übertragen auf die Bildung. Wenn ich an OER denke, dann fallen mir die wirklich positiven Begriffe Zukunft, Veränderung und Potenzial ein. Und ich glaube, das kann man auch einfach so stehen lassen. Ich glaube, jetzt ist auch die Zeit, wo wirklich entschieden was bewegt werden kann. Wenn man guckt, was zwischen der letzten Konferenz und der Konferenz 2014 passiert ist, dann reicht das aus, um mindestens eine Konferenz pro Jahr zu machen. Und ich glaube, da kann man einfach unglaublich viel austauschen und mitnehmen. Und das alles am 12. und 13. September 2014 in der Urania in Berlin.